Nach vor Querdenken am Roman-Herzog-Institut, heute mit Professor Dr. Damian Bort. Er ist Professor für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen an der Universität in St. Gallen. Herr Professor Bort, wie wird künstliche Intelligenz unser Leben verändern? Das ist eine sehr interessante Frage und auch eine Frage, die für uns Wissenschaftler natürlich sehr schwierig ist. Wir beobachten das Feld technisch. Und diese technischen Entwicklungen brauchen immer eine Weile, um in Produkten dann quasi in der Realität, in der Gesellschaft anzukommen. Wir können aber schon jetzt sehen, dass es Veränderungen geben wird in der Gesellschaft. Nicht nur als Gruppe, sondern auch jedes Individuum wird sich quasi mit dieser Technologie auseinandersetzen müssen. Das Schöne, das wir schon jetzt sehen, ist, dass künstliche Intelligenz oder KI bereits schon in den Handys, den Mobiltelefonen oder in anderen Produkten vorhanden ist, ohne dass wir es wirklich wahrnehmen. Es wird natürlich eine Veränderung geben, wenn plötzlich selbstfahrende Fahrzeuge auf der Straße sind, weil dann ist es sichtbar. Ich denke aber, dass die Veränderung am Anfang für uns erstmal ungewohnt sein wird. Hier wird es ein ganz wichtiges Thema sein, Vertrauen in diese Technologie aufzubauen. Aber über die Jahre mit diesen Produkten, die KI oder künstliche Intelligenz verwenden, wird das ganz natürlich sein und wir werden das überhaupt nicht mehr merken. Es wird uns durchdringen, die Räume werden intelligent werden, unsere Mobiltelefone sind schon zum Teil intelligent. Die Fahrzeuge, die Mobilität, die Gesundheit, das wird in jedem Lebensbereich uns helfen, unseren Alltag zu bewältigen. Sie kooperieren ja auch sehr stark mit Unternehmen. Wofür nutzen die Unternehmen künstliche Intelligenz? Handelt es sich hier um neue Unternehmensmodelle oder geht es im Grunde um eine Effizienzsteigerung? Genau, wir haben beobachtet über die letzten Jahre, dass bestimmte Industrien schneller künstliche Intelligenz adaptieren als andere. Die Automobilindustrie ist zum Beispiel eine Industrie, die sehr früh angefangen hat, mit künstlicher Intelligenz sich auseinanderzusetzen und auch in diesem Bereich zu investieren. Ich nenne hier immer gerne vier Teilbereiche, bei denen ich künstliche Intelligenz im Unternehmen anwenden kann. Zwei, die nach außen wirken und zwei, die nach innen wirken. Ein starker Teilbereich, der nach außen wirkt, ist die Möglichkeit, mittels künstlicher Intelligenz unstrukturierte Daten, die im Internet zum Beispiel verfügbar sind, in strukturierte Daten zu verwandeln, sodass sie Algorithmen verwenden können in der Entscheidungsfindung. Ich kann bessere Informationen aufbauen als zum Beispiel die Konkurrenz und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Oder ich kann besser über meinen Kunden etwas erfahren, zu lernen, wie ich ihm entsprechend das Produkt verbessern kann. Der zweite Bereich, der in der Außenwirkung ist, ist in dem Bereich der digitalen Schnittstelle. Wir sind quasi in einem Zeitalter, wo die Schnittstelle zum Kunden ganz wichtig ist. Und durch die Digitalisierung, durch den Einsatz von Handys, von Chatbots, kann ich hier mit künstlicher Intelligenz diese Schnittstelle besetzen als Unternehmen mit digitalen Produkten. Das macht Amazon mit Alexa sehr erfolgreich zum Beispiel. Das sind die zwei Außenbereiche oder die Bereiche, die nach außen wirken. Die Bereiche, die nach innen wirken, das ist einmal die Automatisierung. Hier kann ich Kosten reduzieren, effektiver und effizienter sein, wenn ich dort Automatisierung mittels KI betreibe. Und einer meiner Bereiche, die ich am meisten involviert bin, ist künstliche Intelligenz im Produkt. Das ist in der Industrie Automotive, im Automobilbereich, zum Beispiel das selbstfahrende Fahrzeug. Hier verändert sich das Produkt, das ja 100 Jahre fast gleich geblieben ist, aus Sicht des Benutzers, ein Lenkrad und Pedale, verändert sich und soll bald ohne Lenkrad fahren. Das ist für den Einzelnen eine Veränderung, die sehr sichtbar ist und für die gesamte Industrie natürlich zu ganz neuen Produkten oder ganz neuen Konzepten führen kann. Wir werden Fahrzeuge vielleicht nicht mehr besitzen in Zukunft, sondern werden sie nur noch anmieten, wenn wir sie brauchen. Von dem Produkt Fahrzeug kommen wir zu einer Mobilität, die wir als Bedarf haben und dieser dann gedeckt wird. In der Industrie, zum Beispiel Finanzindustrie, sieht das wieder anders aus. Dort sind Robo-Advisor zum Beispiel Elemente, die das Produkt verändern. Und in den produzierenden Betrieben, Industrie 4.0, die Automatisierung und der Informationsaustausch auf der Produktionsebene. Das sind alles Elemente, die in dem Produkt künstliche Intelligenz anwenden. Und das findet statt, das entwickelt sich. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir müssen hier schauen, dass wir diese neue Technologie als Möglichkeit sehen, unseren Wettbewerbsvorteil, den wir in Deutschland in unseren starken Industrien haben, nach vorne zu bringen. Wie stehen wir denn im internationalen Vergleich mit der künstlichen Intelligenz da? Wenn man sich die Geschichte der künstlichen Intelligenz anschaut, ist sehr viel in Deutschland entstanden. Wir haben die Grundlagen hier entwickelt zum Teil, waren sehr erfolgreich auf der theoretischen Basis, auch in den Anwendungen hier und dort. Die aktuelle künstliche Intelligenz oder das, was wir als künstliche Intelligenz im Momentum sehen, ist sehr begründet im maschinellen Lernen und innerhalb des maschinellen Lernens in den sogenannten Deep Learning. Das sind
arbeiten um neuronale Netze, die versuchen, das menschliche Gehirn quasi auf eine Maschine zu simulieren. Es sind auch viele theoretische Anwendungen entstanden. Diese Arten von künstlicher Intelligenz benötigen große Datenmengen zum Trainieren. Und das ist eins der wichtigen Kernelemente, wo wir aufpassen müssen in Deutschland, dass wir den Datenzugang zum Trainieren dieser neuronalen Netze nicht verlieren. Denn wir haben hier zwei große Konkurrenten, nicht nur im europäischen Raum, sondern im internationalen Bereich. Das ist die USA, die sehr aktiv im Bereich Silicon Valley mit den Unternehmen Daten produziert und diese veredelt in Modelle, die dann bessere Produkte machen werden. Und natürlich China, mit sehr vielen Menschen, die Daten produzieren, sehr innovativen Ansätzen. Da können wir allein, was die Menge angeht und auch den Datenschutz zum Beispiel, nicht mithalten. Hier nennen viele Menschen dann die Datenschutzgrundverordnung als Nachteil. Ich sehe das als Vorteil, die Datenschutzgrundverordnung, die den Konsumenten schützt vor den Daten. Hier können wir Unternehmen dazu führen, dass innovative Lösungen entwickelt werden, die künstliche Intelligenz ermöglichen und datenschutzkompatibel sind. Und wenn dann international der Bedarf an Datenschutz dann da ist, dann haben wir ja schon die Produkte. Das ist etwas, wo man auch positiv auf solche Themen dann schauen kann. Herr Professor Dr. Damian Bord, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.